Willkommen zurück bei Satisfactory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Alles klärchen, weil, ihr wisst es ja, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wir haben jetzt Strom über Kohlekraftwerke, allerdings reicht es nicht. Deswegen müsst ihr euch die drei hier noch anlassen. Die anderen sind aus, die bleiben auch erstmal aus. Wenn alles funktioniert, sollen hier sowieso alle bis auf drei weg. Die werde ich dann stehen lassen für den Notfall. Aber allerdings müssen wir doch jetzt noch einmal bauen. Wir müssen definitiv noch zwei Kraftwerke dazu bauen. Wir haben zumindest jetzt den Vorteil, dass wir nicht mehr alles umbauen müssen. Das Rohr und so liegt ja schon. Wir müssen eigentlich nur zwei Kraftwerke dazu bauen. Da werden wir jetzt auch beigehen. Und den... Ja. Mal gucken, wir brauchen auf jeden Fall noch eine dritte Pumpe. Die müssen wir noch irgendwie mit an die Rohre rankapseln. Ich glaube nicht, dass wir pumpenmäßig noch was bauen müssen, weil... Eigentlich müsste jetzt noch mehr Druck als vorher sein. Aber das werden wir sehen. Und den müssen wir mal gucken, wegen der Kohle. Weil da kommen ja jetzt nur 60 Kohle an. Die 60 Kohle reicht genau für 4 Kraftwerke. Aber wir haben das Glück, dass es eine reine Kohle ist. Das heißt, wir müssen eigentlich nur... Da müssen wir gucken, ob wir genug Platten haben. Das Fließband... zu einem 120er zu machen. Damit 120 Kohle ankam, die wir dann splitten. Aber das kriegen wir schon hin. Eins nacheinander. Wir bauen jetzt erstmal kurz die zwei Kohlekraftwerke dahin. Schließen sie aber noch nicht an. Erstmal nur ranbauen. Und den Museum mal sehen. Wie ich das genau mit dem Rohr mache, weiß ich auch noch nicht. Aber ich denke mal, ich werde die gegenüber bauen. Nicht hier neben, sondern gegenüber. Dann müssen wir das Rohr doch eigentlich zu beiden Seiten teilen können. Damit wir letztendlich die Biomasse-Dinger gar nicht mehr brauchen, sondern nur noch für einen Notfall haben. So. Weil aktuell ist hier wirklich plus minus null drin, ne? Jo, das steht schon seit Ewigkeiten so. Gut, und hier, das Problem, wie machen wir das jetzt so ein bisschen, ne? Die müssen ja ungefähr stehen wie dort. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal kurz ein paar Platten. Dann nehmen wir erstmal wieder die. Kriegen wir den da ran? Ja. So, den müssen wir jetzt erstmal wieder so legen. Wie da auch. Und da die Rohre irgendwie zwischenzwiebeln. Haben wir da ja auch. Einmal durchziehen. Wunderbar. Und ich glaube, die Wand 3 lang, ne? Das heißt, wir müssen so und so. Schön bauen tun wir das später. Das ist ja nicht das Problem. Hauptsache, das lüft erstmal. Und den müssen wir echt gucken. Wie wir das am besten machen, das Ganze. Zumindest mit dem Wasser habe ich etwas unterschätzt. Das Ganze ist doch etwas realistischer als gedacht. Aber irgendwie finde ich es auch gut. Sehr, sehr gut. So, das reicht. Ich sollte eigentlich Materialien 1 stecken haben für zwei Kraftwerke. Haben wir auch. So, bloß ich möchte die gerne. Das Problem ist halt jetzt... Die sind jetzt natürlich spiegelverkehrt, ne? Ich würde sie gerne mit den anderen Kraftwerken synchron stehen haben, aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Warte mal, der müsste... eigentlich genau genommen müssen die gleich stehen mit den Splittern, ne? Damit wir das gerade rüberkriegen. Boden ist zu steuer, ja gut. Geht das so? Warte mal. So stehen die zwar nicht genau gleich, obwohl, doch unten. Na, die stehen ein bisschen weiter vor. Den Splitter müssen wir so rüberkriegen, aber die Rohre müssen wir so eigentlich auch rankriegen, oder? Und dann noch ein zweites Kraftwerk, dass wir erstmal 5 haben. 6. Das sollte reichen für den Anfang. Jetzt mangelt es an Platten. Ich glaube es ja nicht. Okay, aber so in etwa ist es zumindest gedacht. Ich werde jetzt noch nicht anschließen. Wie gesagt, wir müssen hier 120 reinkriegen, damit wir hier splitten können auf beide Seiten. Anders geht er nicht. Obwohl das auch doof wird mit den Splittern, ne? Eigentlich müsste ich hier alles auf 120er aufwerten. Das müsste gehen. Ja, wir brauchen so oder so Platten. Gut. Wir marschieren einmal kurz rüber zur Pumpe. Würde ich sagen. Das machen wir zuerst. Das sollte das kleinste Problem sein, hoffe ich. Das Rohrlegen neu müssen wir eigentlich nicht, weil hier sollte immer noch genug Druck draus sein. Jo. Das Tor haben wir nicht mehr, also sollte es diesmal etwas schleuniges abgehen. Bei den Pumpen sind wir auf jeden Fall und hier muss nämlich wirklich noch eine dritte hin. Die war bei Produktion, ne? Haben wir die? Ja, ja. Gut, sehr schön. Dann setzen wir die hier mit hin und die müssen wir dann halt irgendwie mit den anderen verkabeln. Jetzt brauchen wir erstmal Rohre. Oder besser gesagt, erstmal müssen wir da so ein Snüffelstück zwischenziehen, oder? Eigentlich müsste ich das hier einmal abklemmen. Ich habe bloß halt Angst, da fällt mir das alles aus hier.
besser ist das wohl, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch aussieht. Aber mehr als 6 Kraftwerke können wir sowieso nicht anschließen an einem Rohr. Also passt halt schon. Zumindest ist das monstante Dinge. Das ist ungefähr ein Rohr, ungefähr, wenn das nicht auf MK2 aufgewertet ist. Ja, geht, ne? Sehr schön, 6 Kraftwerke versorgen kann. So, jetzt muss die Pumpe natürlich nur an den Saft. Hier haben wir alles voll, ne? Ne, da geht. So, die Pumpe arbeitet. Jetzt haben wir natürlich erstmal einen Überdruck drauf, was nicht schlecht ist, aber die brauchen wir, um da vorne die Kraftwerke zu versorgen. Das ist doch schon mal schön. Die dürfte dann auch erstmal voll laufen. Den müssen wir jetzt wirklich erstmal Platten besorgen. Und wenn wir die Platten haben, müssen wir einmal das komplette Fließband vom Kohleminer bis zur Kraftwerken hin auf dem 120er aufwerten. Dafür brauchen wir jede Menge Platten. Wieso latschen die Dinger auf meinem Qualitätsrohr rum? Was fällt euch ein? Nee, nee, nee. Das muss aber nur auch nicht sein. Fall hier jetzt nicht wieder runter. Wir kennen das Problem, das muss nicht sein. Nee, nee, nee. Aber auf jeden Fall bin ich euch wirklich dankbar für die ganzen Tipps, die ihr in die Kommentare schreibt. Also das ist... Ich glaube schon, CTS Factory kann, wenn man sich damit nicht auskennt, einen wirklich am Anfang komplett überfordern. Das dauert eine ganze Weile, bis man hier drin ist. Aber das macht nichts, das kriegen wir hin. So, ich werde jetzt erstmal schnell ein paar versteckte Platten holen. Ich hoffe, er hat schon ein paar produziert. Die Produktion läuft ja nun nicht gerade schnell. Und dann sehen wir uns beim Kohleminer wieder für die Sorgen, damit wir das ganze Fließband mal aufgewertet kriegen. Und dann bauen wir dann auch das 6. Kraftwerk hin und dann versuchen wir das Ganze irgendwie mal ein bisschen anzustöpseln. Und wassermäßig ist hier noch alles okay, ne? Ja, ja. Dann wollen wir das Fließband jetzt mal aufwählen, weil das Ding dann geräumt, pumpt ja eh schon 120 raus. Bloß das Fließband kriegt halt nur 60 weg. Also, jojo, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Jo, das Ding ist natürlich auch komplett vollgelaufen, das ist klar. Ich habe jetzt knapp 150 Platten einstecken. Ich hoffe, die reichen. Dann gebe ich mal auf MK2-Band und werten das ganze Ding nämlich auf. So. Ah, hoffentlich reicht das. Hoffentlich. Mehr hat er nicht produziert. Mehr hatten wir nicht. Ah, und vor allen Dingen überall diese kurzen Kleinstücke, ne? Aber den sollte auf jeden Fall volle 120 ankommen im Container. Wir können drüben weiterarbeiten. Aber ich sehe gerade, die werden nicht reichen. Ne, ne? So, da noch einmal. Nö. Wir haben nur noch. Ach du Heilige, wie viel brauchen wir denn da? Ne. Okay, immerhin bis hierhin sind wir gekommen. Das reicht nicht. Verdammt. Okay, das ist natürlich doof. So bringt uns das herzlich wenig. Wir kriegen zwar jetzt bis hier 120 und ab da dauert es wieder. Oder? Ab wo ist. Hier ist der Staupunkt, ne? Oder? Lass mich mal runter hier. Ja, da ist der Staupunkt. Ah, die sehen sogar unterschiedlich aus, sehe ich gerade. Guck, die haben 3 so kleine, die haben ein großes. Und da sieht man natürlich, dass sich das staut. Geht schnell lang, aber ab da, okay. Jo, das ist heute ein Problem mit den Platten. Das ist ein Riesenproblem, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben einfach nicht genug. Die Produktion, naja, läuft da nicht mittlerweile, glaube ich, auf 80% oder so. Oder die läuft sogar auf 100%. Aber wir verbrauchen sie einfach zu oft. Dann ist das ganze Problem. Und das ist ja nur aber auch eine riesen Strecke hier. Das ist natürlich etwas doof. Aber ich werde jetzt mal kurz gucken, dass wir zumindest, dafür brauchen wir 20, das Kraftwerk schon mal gebaut haben. Und auch wenn das wahrscheinlich nicht gut gehen wird, ich da zumindest schon mal die Fließband und so legen kann. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache. Wir werden da auch mit MK2-Fließbändern morgen arbeiten müssen. Aber nicht komplett, sondern zum Teil. So, die, das sind die. Ich muss auch einen weiter runter. Oder hat sich hier auch schon was angesammelt? Das ist der hier, der die Platten wegsaugt, ne? Der ist sowieso voll. Okay. Gib mal die Platten, die du auf Lager hast, mein Freund. Zack, zack, zock. Vom Fließband können wir es nicht. Hier läuft es durch. Au. Jo. Wir graben jetzt einfach mal das ganze Fließband leer. Dann haben wir zumindest ein bisschen.
Geht ja im Moment nicht anders. Dip, 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 Zumindest reicht das jetzt, um das Kraftwerk zu bauen. Und das Fließband müssen wir dann Stück für Stück machen. Können wir nur hoffen, dass die Kohle im Container reicht, bis wir genug Platten zusammen haben. Weil die werden da jetzt wahrscheinlich gleich mehr rausziehen, als wir liefern können aktuell, weil das Fließband halt noch nicht fertig ist, ne? Aber das werden wir sehen. Wir brauchen definitiv mehr Strom. Und das ist eigentlich auch mein Plan für heute. Ich will deswegen zwei Kraftwerke, dann gibt es 150 dazu. Dann können wir nämlich die drei, die wir da angeschlossen haben, bringen 90. Die drei auch abschalten. Den können wir sie als Puffer halten. Also im Notfall, falls immer irgendwas schief geht oder so, werden wir definitiv die Dinger stehen lassen. Die anderen vorne reiße ich weg. Aber drei lassen wir stehen. Falls mal was ausfällt, dann können wir sie dazu schalten. Vorübergehend. Aber ich will, dass halt erstmal alles im Normalbetrieb über die Kohlekraftwerke läuft, dass wir da nicht immer die Problematik haben. So, wir sollten das vierte jetzt auch nicht hinkriegen. Erst fünfte, sechste, meine ich. Ich fall hier nicht wieder runter. Lass mich auch mal aus Fließbond, mein Freund. Das muss sein. Dankeschön. So, nochmal. So. Kohlekraftwerk. Da. Andersrum. So rum. So, warte mal, verbunden kriege ich es mit dem hier gar nicht, oder? Boden ist es da, der muss schon so. Weil er mit der gleich steht, muss der so, ne? Oder? Ja. Gut, den gucken wir mal. Hier brauchen wir auf jeden Fall normale. Das muss ja von hier da rein. Das ist genau das Gleiche. Das Problem ist jetzt halt, jetzt kriegen die anderen nicht mehr genug, ne? Weil, wenn hier jetzt volle 60 rausgehen, das hier drei geteilt. Jo, 20, 20, 20 gehen hier weiter. Das ist natürlich doof. Hat der zwar immer noch einen kleinen Stau, das heißt, ich muss erstmal dafür sorgen, dass hier schon mal 120 rausgehen. Und dann könnte natürlich die Kohle im Container knapp werden, weil wir aktuell noch nicht genug anliefern. Sehr schön, dann gehen hier 120 raus. Dann werden die 20, 120 natürlich 3 geteilt. Was werden 45, 45, 45, ne? Jo, ich glaube ja. Wenn ich mich doch jetzt nicht verrechnet habe. Nee, so Bullshit, was ich erzähle. So Bullshit. Mensch, Mensch, Mensch. 40, 40, 40 sind das. Nicht 45, ich komme ja auf 45. Wenn wir hier gehen 45 hin, das staut natürlich, das ist klar. Da gehen 45 hin, das staut natürlich auch, sobald der voll ist. Hier gehen nochmal 45 weiter. Hier werden die 45 natürlich auch nochmal aufgeteilt. 40, nicht 45. Wie komme ich auf 45? Die werden dann halt auch nochmal in 15. Naja, gut, wie genau ihr das jetzt berechnet, ist eine Frage, ne? So eine ungeraute Zahl, aber auf jeden Fall wird das eng werden. Ich glaube, das wird nichts. Weil hier gehen jetzt nur noch 40 durch. Die ihr hier aufteilt. Wenn das jetzt halb-halb, was ja nicht der Fall ist, dann wären 20-20, denn würde es reichen. Aber ist es ja nicht. Hier hinten muss ja auch noch was hin. Der kriegt so gut wie gar nichts mehr ab, ne? Jo, die verbrennen jetzt schneller, als sie sollen. Aber das könnte euch jetzt dran liegen, dass die beiden ja noch gar nicht vollgelaufen sind, ne? Ne, der hat 31 drin. Der Finate, gut, der ist gleich voll. Aber trotzdem, da gehen zwar jetzt 120 rein. Aktuell, also kommen 120 raus. Das ist klar, dass der sich staut und dass der ruckzuck voll läuft. Der wird sich später ausstauen. Das heißt, hier wird sogar mehr als 40 durchgehen. Ich glaube trotzdem nicht, dass das reicht. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Deswegen würde ich überlegen, aber ob der denn hier wirklich noch 60 oder mehr durchquetscht, wenn sich das hier staut. Ich hoffe nur, den Kraftwerken geht nicht die Kohle aus. Hier fängt es sich an zu stauen, das ist schön. Das heißt, hier geht wieder mehr durch. Das heißt, die hier kriegen wieder mehr. Wie viel hat der verloren? Der ist schon wieder voll, ne? Ja. Der dürfte dann auch voll laufen. Ja, ja, ist er auch bei. Der kriegt auch schon mal mehr, aber das wird nicht reichen.
Währenddessen bin ich mal überlegen, einfach noch ein zweites Fließband zu ziehen, aber dann müsste ich ja alles wieder umbauen. Dadurch, dass sich das jetzt hier staut, weiß ich natürlich nicht, wie viel er hier durchdrückt. Wahrscheinlich nur 60, ne? Wenn ich hier raus ein MK2 mache, müsste hier auch ein bisschen mehr durchgehen, weil sich das hier staut, ne? Der dürfte jetzt ruckzuck leer laufen, ne? Jo. Dann kriegen die hier auf jeden Fall auch genug. Und die müssen jetzt auch mehr abkriegen. Ich hoffe nur, dass das jetzt reicht. Ah, der dürfte ja auch bald vollgelaufen. So viel verbrauchen die ja auch nicht. Das ist nur die Frage jetzt. Der kriegt jetzt gerade plus minus null, ne? Na, sogar ein Tickchen mehr. Das ist schön, das ist schön. Aber es kann auch dran liegen, was sich da vorne gerade staut. Ich muss das im Betrieb beobachten. Ansonsten muss ich ein zweites Fließband legen. Das geht nicht anders. Und der hier schiebt mich nicht runter. Ich sag, schiebt mich nicht runter. Ja gut, der ist full. Der ist full. Das ist schön. Das heißt, hier dürfte sich das gleich stauen. Yep. Vielleicht klappt das, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mit den Rohren. Das wird jetzt schwierig. Da irgendwie ran. Geht das? Sehr schön. Und von hier auch irgendwie, wo ist das Ding? Wo ist der Anschluss? Der sitzt da vorne, ne? Ach, hier haben wir. Hier muss ein Sniffelstück zwischen. Kriegen wir hier denn noch ein Sniffelstück zwischen? Okay. Das, ist natürlich... Hier würde gehen. Hier würde gehen. Gut. Da hat er nochmal ein Rohr von Dor. Ach, da. So, die sind trotzdem nicht in Betrieb, weil sie noch nicht angeschlossen sind, ne? Aber die können wir ja jetzt anschließen. Deswegen habe ich da ja mehrere Dinger gebaut. Der ist voll. Warum? Da geht aber ran. Und den können wir da auch mit ranklemmen. So, die sollten in Betrieb gehen. Jo. Jetzt produzieren die Kohlekraftwerke nämlich. Das Problem ist, die Kohle wird nicht lange reichen im Container. 450. Das heißt, wir könnten rein theoretisch die Biodinger wirklich erstmal abschalten, weil wir maximal 365 verbrauchen. Und das Wasser sollte reichen. Sorgen machen wir jetzt hier wirklich die Kohle. Das hier auf Dauer reicht. Scheint aber so, weil er hier Stocker drin hat. Aber das werden wir sehen. Ob hier am Ende noch genug ankommen, ne? Moment, ja. Das heißt beobachten. Ansonsten müssen wir hier ein neues Fließband legen. Dort geht ja auch nicht anders. Aber das Fakt ist, dass der hier sehr schnell leer läuft. Platten habe ich jetzt auf wie viele einstecken? 41. Das ist natürlich nicht die Welt. Hier müssen natürlich jetzt auch 120 rein. Das ist alles nichts. Aber die guten Platten, die guten Platten. Wir kennen das Problem. Wie weit waren wir? Irgendwo da vorne beim Weltraumlift, ne? Bei uns läuft sonst der Container leer. Da gehen jetzt mehr als 60 die Minute raus. Aber nur 60 die Minute rein. Ja. Ja, aber Satisfactory kriegt man nach einer Weile echt Kopfqualm. Aber irgendwie ist es cool. Irgendwie ist das richtig cool. Geh jetzt da vorne einmal kurz gucken. Mal sehen, wie weit ich mit den paar Platten, die ich habe, noch komme. Ansonsten notfalls Handarbeit oder so, damit wir an genug Platten kommen. So, hier ist noch das alte. Irgendwo da wohnen wir. Hier ist auch noch das alte. Ich glaube, hier war der Knick, ne? Hier. Schwebendes Gras ist auch gut. Ja, hier war's. Das ist schon, ne? Ejo. Und dafür reicht es schon nicht mehr. Okay. Und so weit ist es eigentlich nicht mehr. Aber... könnte schwierig werden. Haben wir denn normale Platten einstecken? Gut, wir hatten Eisenbahn im Notfall. Wir haben zwei normale Platten. Gut, dann werde ich doch einmal ein bisschen Handarbeit machen müssen. Das nützt für alles nichts. Das Fließband muss fertig. Aber auf jeden Fall, das können wir mal kurz machen. Wir müssen
Hier. Einmal kurz. Die Kräftige hier. Ausmachen. Die brauchen wir aktuell nicht. Mach aus. Mach den ebenfalls aus. Alle anderen sind ja schon aus. So, jetzt haben wir genau eine Kapazität von 450. Das ist das, was die 6 Kohlekraftwerke machen. Wir brauchen 365. Das ist schön. Das heißt, die Biodinger brauchen wir aktuell nicht. Das heißt, wir verbrennen jetzt nicht unnötig Biotreibstoff. Das ist auch schon was schön. Eigentlich will ich diese hier auch loswerden. Bis auf 3 Stück. Die behalten wir für Notfall. Stehen nämlich viel zu viele hier. So. Naja, das müsste gehen, das müsste gehen. Ausgeschaltet sind sie ja alle. Dort Guide schon. Ist nämlich garantiert rammelvoll. Gut, dann stelle ich mal kurz so ein paar versteckte Platten her, weil der kommt da oben aktuell nicht zur Porte. Das wird sie wahrscheinlich später geben. Aber im Moment... Dann müsste ich... Eisenplatten könnte ich noch machen, habe ich aber auch noch einen Schraubenmarkt. Ne, das... Oder? Wo ist denn das Ding? Versteckte Eisenplatte. Wo ist sie denn? Da. Ja. Gut, Eisenplatten habe ich ja nicht genug. Ich brauche nur Schrauben. Ich mach das mal eben schnell. Gut, so viel wie gehofft kam da jetzt auch nicht raus. Aber, naja, zumindest haben wir jetzt 78 Stück. Ich glaube nicht, dass sie reichen. Aber produzieren haben dürfte er trotzdem noch nicht viel mehr. Aber wie weit waren wir hier? Hier ist noch das Olde. Ist cool, ja. Mal gucken, das ist echt ein Problem. Das hier ist auch noch das Alte, okay. Ob hier haben wir neue, ne? Jo. Ich glaube, allzu weit kommen wir dann nicht. Zumindest kriegen wir das Stück doch schon mal. Zack. Hier können wir denn auch schon mal. Naja, aber so weit entfernt sind wir jetzt auch nicht mehr. So, und weiter kommen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht. Dafür bräuchte ich auch wieder 19. Aber gut. Das Problem ist halt, ich habe halt Angst, dass mir da wirklich die Kohle wegläuft. Ja, das ist ein Problemchen. Ein großes Problemchen. Die Plotten gehen doch einfach nicht schnell genug. Ah, das kommt, weil wir halt abzwacken. Sonst hätten wir schon viel, 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 viel mehr. War vielleicht doch nicht die beste Idee. Hier ist noch nichts drin, ne? Ne, ne. Es sammelt sich hier nämlich noch auf dem Fließband. Zack. Naja, zumindest haben wir Rahmen. Geplant war ja, irgendwann sind die Rahmen ja mal voll. So oft braucht man die ja nur auch nicht. Aber das wird halt trotzdem nicht reichen. Mit 32 kommen wir jetzt hier auch nicht weit. Geh fair. Geh den her. Den auch nochmal. Ah, gut, aber ich könnte das oben erstmal aus der Maschine nehmen. Dann hätten wir zumindest erstmal wieder über 100. Ganz ehrlich, wenn die Rahmenmaschine da erstmal ein Momentchen pausiert, weil sie keine Materialien hat, ist kein Weltuntergang. Wie gesagt, davon haben wir erstmal genug. Hier, gefähr die Dinger. Es wird sich ja wieder ansammeln, so ist es nicht. Guck mal, der halbe Container ist voll und in solchen Massen brauchen wir die Dinger auch nicht. Wichtig ist jetzt wirklich im Moment, dass wir die Kohlelieferung stabil kriegen, weil bei uns geht sonst der Strom aus. Und das ist natürlich... Nee, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. So, den geben wir wieder auf MK2-Band, mein Freund. Wie weit waren wir hier? Hier ist noch nett. Da ist, ne? Jo. Den noch einmal. Sehr schön. Mach den auch. Ein Träumchen. Ich glaube, das wird trotzdem nicht reichen. Gut, gut, gut. Aber zumindest ist jetzt nur noch ein kleines Stück. Den kriegen wir auch noch hin. Und ja, das schöne Snackchen werden wir uns irgendwann mal holen. Den noch. Ja, viel ist es nicht mehr. Ich glaube, den einen kriegen wir sogar noch. Ehe. Und das ist das Stück, was oben rangeht. Ne? Wir bräuchten also noch einmal 20 Platten. Dann hätten wir die Verbindung echt gut. Den sollte es auch hinhauen. Kommt
die 20 Platten werden sich ja wohl machen lassen, oder? Ja, lass mich hier einmal hoch. Das kannst du mir nicht erzählen. Das wird reichen. Das muss reichen. Ich befehle dir, das zu reichen. Okay, warte mal, das Zwiebel gerade alles nach oben ab, weil die Maschine alles einsackt. Holen wir alle gleich 20 Stück. Nur noch 20 Stück. Geh fair, du kannst Pause machen, dann haben wir die 20. Lass mich hier runter. Ja, ja, ich weiß. Schaden an Fizit-Eigentum hergestellt. Hergestellt haben wir jetzt festgestellt, würde ich sagen. Festgestellt. So, reicht das? Das geht mich bis an den Container runter, ne? Nein, geht's nicht. Wie viele Platten haben wir noch? 4, das wird nicht reichen. Nee, doch fehlt trotzdem noch ein kleines Stück. Okay. Geh her. Das muss leider, Leute. Es tut mir leid. So haben wir 8 Plotten. Gut. So, den hier nochmal aus dem Maschinchen klauen. Das kommt, da spielt sich alles wieder ein. Alles kein Problem. Ja, ich weiß, Wartezeiten aufgrund vom Plattenmangel, mein Freund. Wie sieht's eigentlich aus mit der Plattenproduktion? Läuft die überhaupt auf Volldampf? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Das müssen wir schneller kriegen. Aber eins hatte man an. Jetzt erstmal hier hoch. Ich muss gucken, ob das reicht. Da kommen wir so gar nicht hoch, ne? Von dem Miner aus Fließband klettern? Geht das? Mal probieren. Nee, ne? Da höher kommen wir nicht, ne? Hier gibt's keine Leiter rauf, ne? Schade. Ich habe gehofft, ich muss nicht ganz hochlaufen. Ich hoffe, das reicht jetzt. Platten am Start. So, dann hoffen wir mal, dass wir das letzte Stück hier jetzt aufgewertet kriegen. Ist ja nur noch das Stück hier. Jo. Sehr schön. So, jetzt sollte hoffentlich, wenn wir Glück haben, plus minus null, sogar ein bisschen mehr, als er rausgeht. Jo, es sammelt sich wieder an. Ein Träumchen. Das Band sollte voll ausgelastet sein. Aktuell mit 120 Kohle pro Minute. Kann sein, dass es, wenn das näher voll ist, wieder ein bisschen zu Stau kommt später. Aber das wird dauern. Wir sind nämlich auf fast plus minus null. Dann dürfte den Herrschaften hier eigentlich nicht die Kohle mehr ausgehen. Die sind hier alle voll. Lass ich jetzt aber auch eine Weile laufen. Wasser ist voll da. Mal kurz beobachten. Nicht, dass hier hinten zu wenig Kohle ankommt. Das wäre nicht gut, ehrlich gesagt. Aber wie es aussieht, hier staut es auch schon. Das staut es. Arbeiten sie alle voll. Das Heus, wir haben jetzt komplett. Und das ist ein Träumchen. Eine selbstversorgende Stromversorgung, zumindest aktuell. Jo, es läuft komplett über die Kraftwerke. Die versorgen sie von alleine jetzt mit Kohle und mit Wasser. Das ist schön. Das heißt, wir kriegen im Moment nicht mehr das Problem, dass es ausfällt, weil Biomasse leer ist. Nur wenn wir zu viel anschließen. Ah, herrlich, herrlich. Gut, die Platten können dann jetzt erstmal in aller Ruhe wieder produzieren. In aller Ruhe. Und wir hatten ja auch noch irgendwo das Problem, dass irgendwas nicht optimiert wurde, ne? Und ich glaube, das war hier oben. Ah, ich glaube nicht die Rahmen, ne? Das andere. Mal kurz gucken. Energiezelle habe ich zu Hause gelassen. Natürlich habe ich sie zu Hause gelassen. Wie soll's ja auch ohne sein, ne? Nee, du. Muss das sein? Gut, den, Gut, ja, den. Nee, die waren das nicht, ne? Und das dürfte eh wieder volllaufen mit der Zeit. Der hier war das, ne? Genau, der braucht ja 100 pro Minute, der kriegt aktuell 80 pro Minute, ne? Dessen läuft er nur auf 67%.
Das Problem ist, wenn ich den, das hatten wir ja auch schon, erreichen die Stang nicht mehr. Oder was war das? Der arbeitet aber auch nur zu 83%. Warum? Wohl die Stang nicht mehr daherkommen, ne? Der braucht aktuell 20 Promille. Ja, stimmt, wir hatten hier rumoptimiert, ne? Ja, jo. Und der stellt nur 19,95 her. Ja, das ist das Problem. Aber mal abgesehen davon, daran liegt das, glaube ich, gar nicht. Der arbeitet auch nur zu 84%, weil die Waren nicht hinterherkommen. Das habe ich fast vermutet. Natürlich, der stellt ja auch nur 30 pro Minute her. Der braucht 20, ne? Also gut wie 20, ja. Das wird hier aber aufgeteilt. Das heißt, der kriegt nur 15. Hier ist nämlich das Problem. Ich hätte gehofft, dass er genug kriegt, weil sich das hier staut. Aber nein, wir müssen die ein bisschen hochpushen. Der braucht aktuell 30 Ätze pro Minute, kriegt aber 60 rein, ne? Dessen staut sich ja auch alles. Eigentlich braucht man nur noch mal einmal eine Energiezelle. Ich glaube, die haben wir drüben. Und den müssen wir das Problem hier, naja, nicht auf 100% kriegen, aber etwas besser hin. So, ich habe schnell die eine Energiezelle gemacht. Wir hatten doch keine mehr zu Hause, aber wir hatten ja die eine Schnecke, die wir für die letzte Folge so eingesammelt haben. Das heißt, wir müssen hier jetzt nur, der kriegt ja eh 60 rein. Ja, eine Energiezelle reinmachen, damit der hier ein bisschen mehr produziert. Und den, da ist sie. Sollte das Ganze hier eigentlich auch. Jetzt macht er sogar 45 pro Minute. Sestemor. Gut, das wird hier aufgeteilt. Da staut sich ein bisschen. Normalerweise wären es 21, 22, 5, um genau zu sein. Wenn das Spiel so genau ist. Aber auf jeden Fall sollte er hier jetzt genug kriegen. Er braucht 20. Naja, 19,5. Ich kriege das ja nicht auf genau 20. Was ist das Problem? Was denn 20,4? Was werden wir denn 19... Genau 20 gehen denn, ne? Ah, 20,1 ist schon besser. Ja, 20,1 ist schon besser. Okay. Das wird er wahrscheinlich auf- und abrunden. Wenn man braucht er hier 20, die er jetzt eigentlich kriegen sollte. Sieht auch so aus. Die kriegt er reingepumpt, dadurch ist es staut, kriegt er auf jeden Fall mehr. Das heißt, der kann auf jeden Fall jetzt schon wieder so 100% arbeiten. Dauert natürlich eine Weile, bis er sich hochgeschaukelt hat. Der macht ihn jetzt 20,1 pro Minute, die hier reingehen. Der braucht genau 20, also müsste das hier 1:1 rübergehen. Geht auch. Und dann kommen hier auch wirklich volle 80 Schrauben die Minute raus, ne? Dann sollte das hier ein bisschen besser. Ich meine, auf 100% läuft er trotzdem nicht, weil er 100 Schrauben pro Minute braucht. Aber etwas besser. Also die Wartezeiten sollten jetzt minimal sein, sodass er zumindest auf 80-90% kommen sollte. Ne? Hoffen wir mal. Aber ich denke mal, Rotoren brauchen wir ja jetzt auch nicht so häufig. Die werden sich sowieso irgendwann ansammeln. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Oder? Ja gut, aber wir haben schon eine ganze Ecke drin. So ist es nicht. Da haben wir auch eine ganze Ecke. Und der hat hier Wartezeiten gehabt. Der ist mittlerweile sicher... Er hat schon wieder 18 drin. Der ist wieder auf volle 100%. Wenn die Maschine vollgelaufen ist, dann wird die auch unten wieder volllaufen. Das Problem ist halt, dass sich unten erst ansammelt, wenn die hier wirklich voll ist, ne? Weil der arbeitet zwar zu 100%, 5 Platten pro Minute, oben werden 3 Platten pro Minute verbraucht, dessen wird sich jetzt zwangsläufig irgendwann was ansammeln. Aber ich hätte es halt gerne höher, aber den kommt das alles nicht mehr hin. Dann müssen wir das hier erstmal optimieren. Wie viele Schrauben jagen wir hier eigentlich rein? Nur muss er nebenbei bemerken. Hier werden 40 Schrauben pro Minute, hier werden 40 Schrauben. Wir jagen also... Na gut, das ist ein normales Fließband. Sagen wir mal 60 Schrauben pro Minute rein. Deswegen hier der Stau, ne? Jo. Gut, aber die 60 braucht er aktuell auch. Wenn ich ein bisschen hochpush, bräuchte er auch mehr als 30. Und ich glaube, wir jagen genau 30 Eisenplatten rein, ne? Jo. Den haben wir nämlich schon hochgepusht. Gut, da bräuchten wir erstmal eine Energiezelle. Dann können wir bestimmt hochpushen auf mindestens 40 Eisenplatten pro Minute. Dann könnten wir den auch ein bisschen pushen, dann müssen wir nur das Fließband aufwerten.
dann geht er hier ein bisschen schneller. Wir haben aber keine Energiezelle mehr. Das können wir also nicht jetzt machen. Darf er aber nicht vergessen. Müssen wir machen. Damit die Eisenplatten, die werden wir, glaube ich, echt oft brauchen in Zukunft. Da bin ich mir relativ sicher. Aber soweit haben wir das Wichtigste jetzt erstmal geschafft. Stromversorgung State. Dort ist das Schönste. Die drei werde ich doch erstmal stehen lassen. Aber ausgeschaltet. Die schalten wir bei Bedarf denn, wenn Notfall eintritt, mit dazu. Biomasse werde ich erstmal weiterhin herstellen. Scheint aber gerade aus Stillstand zu sein, ist leer, ne? Jo. Wie viel hat er denn hier drin? Naja, ein bisschen hat er hier. Und drei futtern ja jetzt nicht so viel, ne? Die haben ja noch ein bisschen. 97, 96, der noch 106 ist, so mal. Können wir Bedarf dazuschalten. Den, eigentlich, das können wir mal eben schnell machen. Die drei können wir gleich wieder anschließen. Wenn wir hier einmal kurz. Das ist ja schlimm. So, die gehen daran, der geht darüber. Na, warte mal. Die Kraftwerke und Pumpen sind alle da hinten mit angeschlossen, ne? Hier, warte mal. Ich hätte das hier gerne einmal. Wo suchen wir es den lassen, ne? Die drei müssen natürlich auch irgendwo mit ran. Das heißt, wir brauchen ein. Ich muss unbedingt mal gucken, ob es irgendwie besseres Drohnenessen gibt. Der geht denn hier mit drin. Der geht hier mit drin. Sehr schön. Den haben wir den Doran. Wunderbar. Der war voll, ne? Ew. Den schließen wir denn jetzt Storm mit an. Dann sind hier alle voll, aber mehr kommt hier ja auch nicht hin. Dann ist das hier alles verbunden. Ew. Dann haben wir hier nicht mehr so ein Kabelwirrwarr. Und die da hinten sollten trotzdem alle noch Strom haben. Haben sie auch, das sieht man. Die sollten noch Strom haben. Hoffe ich nicht, dass ich die jetzt abgeklemmt habe. Habe ich. Das heißt, ich habe auch die Kohle mit abgeklemmt. Das ist nicht gut. Haut doch nicht so hin. Sag ja, ich brauche besseres Stromnetz. Da muss ich mal gucken, ob es da irgendwie was gibt. Den muss ich den hier auch noch einmal wegmachen. Der muss bleiben. Der muss bleiben. Ah, es muss aber irgendwie verbunden werden, ne? Wenn ich den jetzt damit anklemme. Oh, man. Okay, der kann hier ran. Der kann da ran. Der kommt da ran. Das ist schlicht. Haben wir da noch Platz? Der ist mit dem verbunden. Yep. Aber das Ganze muss ja auch hier mit rangeklemmt werden. Damit die bei Bedarf auch mit dazu geschaltet werden. So, jetzt der muss der nochmal da ran. So, jetzt sind die mit dem verbunden, wenn ich es richtig sehe. Das ist mit da hinten verbunden, das ist mit dem verbunden, das mit dem. Ja, es sollte alles verbunden sein. Die haben Strom, die haben wieder Strom. Der sollte auch wieder Strom haben. Jo, hat er auch. Gut, das sollte auch alles laufen. Strom sollte laufen. Mensch, das ist ja schlimm hier. Ich sag ja, mehr raucht der Schädel. Aber irgendwie ist das auch schon so ein Reiz. Nee, Strom ist voll da. Alles im Netz. Sieht man ja. 450. Wunderbar. Dann können wir mit dem Hub weitermachen. Dann haben wir alles Wichtige erledigt. Fahrzeug. Die Sachen haben wir alle automatisiert. Die produzieren wir. Das könnten wir so reinpacken. Das ist schön. Style-Produktion. Dann haben wir auch alles automatisiert. Das ist schön. Das ebenfalls. Platten müssen sie bloß halt erstmal ansammeln. Und hier brauchen wir denn ja schon wieder die Stallsachen, ne? Dann müssen wir erstmal Stall und so aufbauen. Okay, das heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal der Reihe nach das hier alles. Zock, zack, zack. Die alle durch. Schlepper für die Feinigung unbedingt mal ausprobieren. Und dann kümmern wir uns um die Stall-Produktion. Das kriegen wir hin. Jetzt. Sind wir vor der am Ende. Morgen geht es dann wieder richtig zur Sache. Dann können wir ja weiter forschen. Den probieren wir den Stolma. Ich glaube, dafür brauchen wir auch Kohle. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn wir schon finden, wir hatten ja mehrere Vorkommen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.